So, liebe Leute, der Workshop mit Firewall ist rum, mit LMX und mit Manzerna. Ich kann euch sagen, also der Herwig war sehr, sehr angetan, auch von euch natürlich, von den Gesprächen und allem drum und dran, ebenso Manzerna. Ich habe mit den Jungs danach nochmal telefoniert und die waren so begeistert, dass sie auch zum großen Weihnachtsmarkt zugesagt haben. Und da muss ich sagen, großes Lob natürlich auch an euch, weil ohne euch wären die nicht dabei. Die fanden das mit dem Workshop so geil, auch mit den Gesprächen, die sie mit euch führen konnten, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass sie zum Weihnachtsmarkt eben auch da sind und für jede andere Veranstaltung, glaube ich, auch sehr gerne zu haben sind. Da muss ich sagen, wirklich ganz großes Lob und Dankeschön an euch. War wieder eine schöne Veranstaltung. Also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, da die Gespräche mit euch eben zu führen. Der nächste Workshop ist ja auch schon hart im Gange. 28. September kommt Surfaces zum zweiten Mal und da schreibe und telefoniere ich auch schon regelmäßig eben mit dem Jörg, dass wir da was Cooles auch wieder auf die Beine stellen. Das ist auch nochmal, weil es ja wieder auf der Location oben ist, da so ein bisschen, dass es noch geschmeidiger läuft, noch runder läuft, dass wir da auch ein großes Zelt aufbauen, falls wieder nicht eine einzige Wolke am Himmel ist. Das Video zum Fireball-Workshop ist nicht so lang geworden. Ich habe jetzt nicht so viel gefilmt, aber das war auch irgendwie zu erwarten, weil man ja eigentlich, sag mal, auch mit irgendwelchen Leuten am Reden ist und so, was mir persönlich auch viel Spaß macht. Denke also, das war einfach ein cooler Tag und da muss ich wirklich sagen, echt mega. Ein Teil der Urkunden ist übrigens schon da. Ich weiß nicht, ob sie bei euch schon angekommen sind. Ja, hab mir auch mal natürlich welche schicken lassen. Ich finde das als Erinnerung immer wirklich echt cool. Hier haben wir die von Ledermax, wo ich echt sagen muss, hat wirklich Stil. Und die Manzerna Urkunde ist auch da. Also wirklich mega. Sieht schon cool aus. Ich hänge die immer ganz gerne hier an die Wand. Da passt das. Ja, also ich bin schon megamäßig gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also der nächste Workshop ist ja, wie gesagt, schon in Planung. Doch, ja, so sieht man besser. Also wirklich klasse. Ich denke, zum 28. September stehen die Chancen sehr gut, dass wir, also ich glaube, wir waren 150 Leute bei Fireball. Und beim September stehen die Chancen ganz gut, dass wir da vielleicht mal so steil Richtung 200 dann gehen. Was mich natürlich auch immer sehr freut, weil das auch so ein Zeichen dafür ist, dass die Veranstaltungen, glaube ich, bei euch sehr gut ankommen. Und da bin ich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass auch das Ganze von euch so gut angenommen wird. Das Feedback ist da ja wirklich eigentlich immer sehr gut und denke, dass die nächsten da auch immer wieder besser werden. Also man lernt ja auch immer quasi aus den Fehlern. Genau, so viel von mir dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Tag. Ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr. Ich hoffe, wir sehen uns am 28. September und am 7. Dezember. Da natürlich auch, da ist der große Weihnachtsmarkt. Und da muss ich sagen, herstellermäßig hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Von LMX Ledermax, Manzerna, Polytop, Fireball, Surfaces, Graceful Elements. Ganz schön viel. Also es ist auf jeden Fall wirklich einiges. Bei Dr. Wack bin ich dran, da bin ich schon so gut wie. Ich glaube, ich habe es fast überzeugt. Also es ist doch schon einiges, wenn ich so durch die Reihe gucke. Es ist wirklich, wirklich viel. Also mittlerweile, wie gesagt, Manzerna kommt und ich habe einige Einladungen noch raus. Liberty Detail kommt zum Beispiel auch. Kingsize Autopflege, SC Service Concept. Also wie gesagt, von den Ständen her, von der Ausstellungsfläche, es ist wirklich viel, ist einiges geboten, da denke ich, wird richtig cool. Ja, also das wird spannend, deswegen sage ich euch ganz gern, bleibt am Ball. Ich informiere mich immer so Step by Step und versuche das auch in den Videos immer so ein bisschen rüberzubringen. Ich denke, so nächstes Update-Video wird auch bald kommen und ja, dann sehen wir uns wieder. Wie gesagt, vielen Dank für den wirklich geilen Tag. Dankeschön auch an euch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare, ob ihr da wirklich Freude oder Verbesserungsvorschläge vor allem auch. Ist ja auch immer ganz wichtig. Da will ich auch ein Stück weit auf euch eingehen, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, das und das hat uns nicht gefallen, dann wird es auch nicht mehr geben. Also dann, oder man kann das versuchen, eben anders da zu machen. In dem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Bleibt am Ball. Ciao.